willkommen zurück bei das schwarze Auge Drakensagen. Und wie schon letztes Mal gesagt, wollen wir jetzt mal in die Unterwelt. Oder eher gesagt, hinter die Feuerfälle abtauchen. Also, wir sollen jetzt das adamantene Herz finden. Und wir finden uns hier in einer ziemlich kuscheligen Umgebung wieder. Auf die Karte sagt uns nicht viel Neues. Die Luft ist so dick, dass man sich schneiden kann. Hier ist schon sehr lange niemand mehr gewesen. Okay, da geht's nicht lang, da geht's nicht lang, also bleibt nur der Weg Richtung Kartennorden. Da scheint noch irgendwie ein bisschen was Pilziges zu sein. Aber ich glaube, darauf können wir inzwischen langsam verzichten und derartiges Kram zusammen. Es wirkt hier relativ kuschelig warm. Man es so bezeichnen wolle. Hier geht ein Weg nach Norden mit einer kleinen Smaragdspinne. Das bin ich? Ja. Also übliches Prozedere. Versuchen wir ihr ausreichend Wunden zuzufügen. Für Ardo! Oh, da kommt die nächste. Na klar. Gleiches Spiel. Jetzt wird's ernst. Saranar Ayorla. Ist doch eine schöne Regel, die wir hier gerade haben, dass man mit 5 Wunden außer Gefecht ist. Aber nach den beiden lustigen Spinnen spreche ich doch mal lieber ab, aber wir sind nicht mehr in Murolosch, sondern Feuerfälle. Puh, erstmal nach Norden. Ich gerade noch nicht weiß. Oh. Von hinten kommt jetzt die nächste. Mein Atem geht ruhig. Das bin ich. Meint ihr? Die Spinne scheint wohl irgendwie gewisses Gefallen am Kämpfen mit uns gefunden zu haben. Dort hätten wir ein bisschen Feuermoos. Da, noch so ein riesiger Glotzknochenmann. Ich spüre, dass keine düstere Magie in den Gebeinen wohnt. Glotzknochenmann. Das ist ein Zyklop. Dann haben wir hier noch einen Zyklopenstein. Ingerim möge die Gräume verfluchen. Ist wirklich lästig, ständig geistlose Feuergeister zu erschlagen, um die Brücke mit neuer Energie zu versehen. Warum lassen wir dieses Bauwerk nicht einstürzen und verlassen diesen Teil der Höhlen? Interessant. Also, Feuergeister scheint man erschlagen zu müssen,
Ach, schaut mal. Da hat jemand einige Zeichen in den Stein gehauen. Da haben wir drei Wellen, einen Kreis, irgendwie so ein blumenartiges Muster. Aber viel mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu entdecken. Aber schauen wir uns nochmal das an, was hier in den Stein gehauen war. Ja, so ein Blumenmuster ganz unten. So eine Kugel in der Mitte. Drei Wellenlinien. Was natürlich hier irgendwann mal drauf stand, ist schwer zu sagen. Da, ich glaube, allein schon, wenn man sich hier die Körperverhältnisse anschaut, ist es, glaube ich, ziemlich schwer, das Kranz umzudrehen. Und da haben wir noch einen Zyklopenstein. Seltsam. Was hat nur die Geholme dazu bewogen, ihre Nachrichten zu verschlüsseln? Ich habe begonnen, sie zu entziffern, während Buchstaben hochkomplexen Mustern folgen, die sich jedem Entschlüsselungsversuch von mir entziehen. Sie scheinen eher einer chaotischen Unterordnung zu folgen, konnte ich die Zahlen schon verdächtig einfach zuordnen. An allen möglichen Stellen tauchen diese Zahlen in Form von Symbolen ihrer Elemente auf. Auf Wänden, Nischen, Sockeln, der verfluchten Brücke, einfach überall. Eine besondere Affinität scheinen die Gräume zu den ersten vier Ziffern zu hegen. Gut zu wissen. Wie immer, lieber einmal zu oft als zu selten abspeichern. Ja, wie immer haben diese Spinnen nichts dabei, aber ich will endlich, dass sie hier nicht mehr andauernd als Eigen auftauchen. Gehen wir mal hier lang. Oh, lustig, ein kleiner Lavavorhang. Ich glaube, der könnte ziemlich heiß sein. Oh, Feuergeister. Na klar. Arquartus. Alles klar. Oh, fein. Feurige Herzen. Aufgepasst! Lass das mal Vorgrim machen. Ei. Gwendala ist die Munition ausgegangen. Es lässt sich doch garantiert relativ elegant mit einem Satz Kriegspfeile beheben. Wobei. Verschieße erstmal die normalen Jagdpfeile.
Öffne die Zyklopentür. Die scheint relativ fest verschlossen zu sein. Also mal wieder zwischenspeichern. Denn schließlich soll ja angeblich zur Rüstung immun gegen Feuer machen. Nee. Das funktioniert nicht. Ich versuche mein Bestes. Da haben wir nur so komische Zyklopentür. Fragen wir doch mal, was hier steht. Die Standtür hat weder Schloss noch Schalter, zumindest ist nichts davon in der Nähe zu sehen. Doch irgendwo muss ein Mechanismus sein, mit dem ich sie öffnen kann. Womit kann man die unter Umständen öffnen? Die Spinnen sind hier beseitigt. Schau ich doch mal hier rein. Hier haben wir immer noch das Zyklopenskelett rumliegen. Hier die komischen Bücher. Sehe ich noch nicht wirklich viel, was sinnvoll sein könnte. Das Einzige, was allzu offensichtlich ins Auge gestochen war, war ja dieser Lavavorhang. Wo ich hier irgendwo unseres Ankunftsorts irgendwas vergessen. Da lässt du mich nicht hoch. Da sind nochmal wieder ein paar Pilze. Aber nichts wirklich Relevantes. Irgendwo müssen wir doch was übersehen haben. Eine Säule.
Das klingt doch nach einem Weg, die Zyklopentür geöffnet zu haben. Trotzdem irritiert mich immer noch, dass dieser Lavavorhang unklickbar ist oder zumindest hervorgehoben ist. Das heißt, der wird irgendwie unter Umständen auch noch wichtig werden. Und das hier scheint wohl mehr oder minder wie auch immer geartete Brücke wohl sein, die sie meinen. Oh. Ein Geist, zwei Geist, drei Geist. Dann kümmere ich mal um den. Vorax. Ein Zwerg, ein Wort. Auch wenn's Aua macht, kümmere ich um den. Das bin ich. Wundpuder. Lass das mal Vorgrim machen. Folgt mir. Das sollte eigentlich reichen. Zum Erwehren gegenüber dem Zeug. Ja. Feia Tara Bra. Candidus, sprich, Freund. Yandra Alka. Das scheint ein ziemlich feuriges Vergnügen zu sein. Wäre natürlich optimal, wenn ich jetzt deutlich mehr von den Brandsalben dabei hätte, aber die will ich jetzt auch nicht so sehr verschwenden. Das bin ich. Ich weiß ja schließlich nicht, auf was wir noch alles warten dürfen. Ja. Alaoyama Aldrasora Feia Tara Bra. Und noch mehr von den feurigen Herzen. So, dann gucken wir doch mal. Wenn wir uns richtig erinnern, war ja das Blumenartige oder die drei Dinger hier das unterste gewesen. Da liegt ein erkältetes Feuerherz drin. Dann werfe ich doch mal da ein neues Feuerherz rein. Und es beginnt zu leuchten oder zu brennen. Hier haben wir drei erkältete Feuerherzen drin. Und wir haben gerade einen frischen Gegner, wo auch immer der sich gerade materialisiert. Ah, da hinten. Astus.
Also da mal ein paar frische Herzen reinwerfen. Da breitet sich ein ziemlich feuriges Band aus. Und anscheinend darauf ein Weg, wie man dort rüberkommt. Und was fällt außerdem auf? Ich sehe da hinten gerade nicht mehr wirklich den Feuervorhang, aber einen Feuergeist, der mir entgegengelaufen ist. Candidus! Also sollte ich erstmal hier hinten schauen, ob sich meine Augen und hier haben wir eine lustige Schatztruhe. Zaubertränke, Heiltränke, Ausdauertränke, Schleifsteine. Das sieht doch hervorragend aus. Na klar. Mein Atem geht ruhig. Ei. Und dann kann ich mal wieder zu. Da ist der Folgt nächste mir. Von Feuergeistern. Denn an dieser Stelle mal wieder speichern. Ich habe noch zwei von diesen feurigen Herzen Vorrat. Ladenstein, kommt! Ein Bursch hat uns eine Brücke aus Feuer gesandt. Dort haben wir noch zwei von diesen Fächern. Ein, zwei. Das bin ich. Zeri. Astus. Meint ihr? Bei Angroschbar. Vorax. Ja. Deception.
Okay. War vielleicht nicht ganz so elegant, aber egal. Das sollte auf jeden Fall erstmal genug von diesen Herzen für den Anfang wieder mir in die Hände gespielt haben. Ja, Yandra Aikara. Sanya, Mandaya Ioai Banda. Da sind zwei erkaltete Herzen drin gewesen. Also füllen wir zwei brennende nach. Hier haben wir vier. Also kommen auch hier 1, 2, 3, 4 rein. Gegeben. Und wir befinden uns schon wieder im Kampf. Und denken, da kommt der nächste Feuergeist. Alles klar. Zerrius, Zerrius, Astus. Und gerade so gesehen. Dass sie sich heilt. Und jetzt mal zwischenspeichern. Hier geht's ganz schön mit den Feuergeistern auf den Senkel. Hier jeder einzeln den anderen überschleichen sollte. Sanya. Und anscheinend sind immer diese Felder hier mit dem Auge mit einer Falle versehen. Das bin ich. Sprich, Freund. Wie gesagt, ich möchte gar nicht erst probieren, was passiert, wenn man eines. Alles klar. Jene Türchen öffnet. Sanya. Meint ihr? Folgt mir.
ja. Ich versuche mein Bestes. Und in dieser Stille zwischenspeichern. Dann können wir mal schauen, was jetzt passiert. Das sieht nach einer Grölmenhöhle aus. Und das nach einem Drachenskelett. Mit einem schönen Karfunkelstein. Evahim, da war eben ein Geräusch. Hinter uns bei der Brücke aus Feuer. Bitte, bitte, bitte lass es etwas Gutes sein. Also, wirklich. Das Abenteuer. Ich sehe hier gerade nicht wirklich. Was ist das? Da haben wir eine Grölmenkonsole. Dort haben wir eine Grölmenkonsole. Dort. Seltsames an Tor. Da kann ich ja mal hinlaufen. Vielleicht tut sich da oben da irgendwas. Oder hat irgendjemand einen kleinen Hinweis von meinen Mitstreitern? Die sagen zu dem Tor rein gar nichts, aber ich würde sagen, das sieht ziemlich magisch versiegelt aus. Also, wie man hier schon mal sieht, hier unten ist relativ wenig. Bis auf das seltsame Tor, was anscheinend irgendwie versiegelt ist. Sammle ich mich hier mal, speichere mal zwischen und arbeite mich mal langsam, aber sicher den Berg hinab, den Weg hinaus. Bis Volk aus der Oberwelt gekommen, um das goldene Herz Korumbras zu stehlen. Ich trenne euren Leib von eurer Seele, wie bei allen vor euch in meinen Steinwolken. Da bildet sich gerade ein Kristall. Wirkt ihr doch immer verraten. Der König von Karumba tötet jeden, der in sein Reich eindringt. Okay. Also, unser Golmkristall, wenn ich das so sehe, sieht das aus wie ein Zauber, den er wirkt. Und damit die Grölmgeister beschwört. Das heißt, erstmal schnell, ich vermute mal, dass er, wenn alle beseitigt sind, für einen Nachschub sorgt. Daher sollten wir erstmal unnötige Damage-Dealer rausholen. Mein Atem geht ruhig. Sanyasa. Aufgepasst. Und uns dann möglichst direkt. Jetzt wird's ernst.
um den Stein selbst zu kümmern. Freund. Steh über Wasser. Lass das mal Vorgrim machen. Für Ardo. Komm schon. Mein Atem geht hoch. Hier. Ein Zwerg, ein Wort. Sanya. Wenn es sich anscheinend nicht wirklich gut sondern es nicht. Meint ihr? Folgt ihr mir? Ein paar Kristallsplitter. Sprich, Freund. Sanya. Mein Reich, mein Stein, stirbt grausam durch meine Hände. Oh. Also, selbst der Beschworene scheint dadurch gestorben zu sein, dass wir den Kristall mal dezent beseitigt haben. Autsch. Das bin ich. Da versucht der Bursche doch tatsächlich ha. Uns mit Feuerbällen zu beseitigen. Ich versuche mein Bestes. Ja! Oh. Nee, der lebt auch noch. Ich versuche mein Bestes. Oh, das war ein Corpo Frigio. Ups. Man kann sich auch mal verzaubern. Lass das mal Vorgrim machen. Da ist er ja schon wieder. Ja. Komischer kleiner feiger Scheißer. Grömmelnkönig. Ich speichere mal zwischen und schau mal, was passiert, wenn ich hier die Grömmelnkonsole. Autsch. Ich vermute mal, dass das genau falsch war. Also mal laden. Stimmt, die hat ja mehrere Bänder. Und dort steht ja das Zeichen für die 3. Also drücke ich mal das dritte Band, wahrscheinlich von unten.
Okay. Das war schon mal richtig. Haben wir hier wieder einen Golemkristall? Sollte das die erste Intention sein, diesen zu beseitigen? Meint ihr? Für Ardo! Na klar! Während der Riss sich an unseren grömgastigen Freunden bespaßt. Autsch! Der wird gleich noch eine Bastion Golemgeister heraufbeschworen. Ein Zwerg, ein Wort. Das bin ich. Attacke! Sollte man weiter versuchen, mein Atem den geht ein wenig zu bespaßen. Sturm, alles klar. Komm schon. Aufgepasst. Ja. Lass das mal vor, Grimm machen. Ja. Sprich, Freund. Folgt mir. Ja, hier entlang. Oh, er hat gerade keine Munition mehr. Dann muss man doch nicht mit bloßer Hand die Schlacht aufnehmen. Irgendwo muss doch hier auch die Axt sein, mit der er eigentlich rumlief. Eigentlich. Aber anscheinend fehlt hier irgendwo seine Axt. Ich versuche mein Bestes. Das ist nicht gut. Vor allem, wo ist die scheiß Axt hin? Bin ich? Arquatus. Lass das mal vor, Grimm machen. Meint ihr? Aufgepasst! Ein Zwerg, ein Wort. Für Ardo!
möglich. Also denn, weiß ich ja, wo das Problem lag. Auf welch nicht ganz den hundertprozentigen Ursprung kenne. Er hat wirklich nicht seine Axt dabei. Und das ist natürlich dümmlich. Er hat noch 6 Schuss. Lass das mal Vorgrim machen. Dann lauf du mal nach der Tür. Ei, lass dich treiben. Dann schleichen wir uns mal allesamt den Gegner vorbei. Autsch. Auch keine so tolle Taktik. Also, um die Anzahl der Gegner gering zu halten, dürfte wahrscheinlich unsere Fernkämpfer darauf aus sein, aus der Distanz einen gottverfluchten Kristall zu beseitigen. Sanja. Furax. Ein Zwerg, ein Wort. Ist leer. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Deception. Meine Axt. Sprich, Freund. Ei. So, dann können die beiden sich um die kümmern. Nein! Aufgepasst! Für Ardo! Das ist auch schon mal so die Verfahrensweise, wie wir anscheinend... Ein Zwerg, ein Bord. Moment, wie man anscheinend mit den Gegnern umgehen soll. Wie gesagt, mit so einem grünen Stein. Hier haben wir denn keine Kristallfragmente mehr drin, was ein bisschen schade ist. Kurzlebiges Grattengewehr. Fluh über euer Blut, euer Volk, eure Seele. Mein Ehe? Alles klar. Arquart. Na klar. So.
Zwischenspeichern wieder. Unser Kreis ist hier 2, also versuche ich mal die 2 zu finden. Spiele. Mhm. Folgt mir. Steht. Ja. Dort haben wir den Gewölbkristall. Ei. Die Frage bleibt bloß. Ich versuche mein Bestes. Und wie man den unterwegs ungeschicktesten beseitigt. Für Ardo. Das bin ich. Zeritus. Ja. Es scheint ein Wesen zu sein, was an dem hängt. Yandra Aikara. Mandaya Ioai Banda. Bei Angroschbar. Drüben haben wir eine Gräumkonsole und hier wieder den Gräumkristall, wo es wieder ein paar Kristallsplitter gibt. Und freilich die hier soll wohl dann der dritte gedreht werden. Geht auch weiter nach oben. Aber an dieser Stelle mal kurz abspeichern und gleich mal ganz kurz ein bisschen was zu trinken holen. So, weiter geht's. Natürlich wäre es deutlich angenehmer, wenn man hier weniger den Spaß hätte. Der Seelenstein ist mein. Werdet meine Sklaven. Ständig hier von so nichtssagenden Gegnern ja. Bedrängt zu werden. Ach. Warum sollte ich eigentlich zu aufwendig. Das bin ich.
Komm schon. Den Buben bedrängen. Ja, doch ja. So und so gleich. Für Ardo! Dort etwas. Aufgepasst! Ja! Alles klar. Ich versuche mein Bestes. Ja. Meint ihr? Ja! Das bin ich. Komm schon. Das wäre der Kristall. Hat der eigentlich was dabei? Nein. Wieder die zwei. Okay, da hinten, da ist wieder der Kristall. Hier entlang. Na klar. Unterwegs. Aufgepasst. Ein Zwerg, ein Wort. Schön hinter mir bleiben. Alles klar. Sich auf die Distanz ausschalten lässt, wäre es natürlich wunderbar. Also merke, man sollte immer mal schauen, inwieweit man vielleicht im Vorfeld direkt den Gröbenkristall beseitigen kann. Dann kann man sich die nervigen Gröbengeister auch noch sparen. Zeit verflucht! So, hier haben wir wieder die zwei. Ja, insgesamt sollte man wohl hier bei Hudson Beeson sich vorher unten
die Anzahl aufgeschrieben haben. Ebenso kann man sie ja bei der Brücke einsehen. Bislang sehe ich noch keinen neuen Kristall. Da ist noch so eine Barriere. Am besten gleich nochmal zwischenspeichern. Der Entfer kommt jetzt gleich. Nein, hinfahrt, mein Stein! Hinfahrt! Sonja! Zerfällt zum Staub! Na klar! Ach, ich vermute Quart. Mal, dass er nicht mehr fliehen wird. Daher mal sinnvollerweise schwere Angriffe starten. Ich sehe gerade nichts. Yandra Aikara. Arquatus. Feyatara Dra. Zumindest der ist auch schon mal. Er besiegt den Qualmkönig. Ich versuche mein Bestes. Beide sollten vielleicht erstmal einen Trank zu sich nehmen. Aufgepasst! Ich versuche mein Bestes. Klar, das ist etwas ja benebelt. Yandra Aikara. Gleich noch einen Trank hinterher schlürfen. Ei. Sie außerdem auch, wenn sie einen normalen kleinen Heiltrank hätte. Wobei, selbst das hier müsste reichen. Ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Ein Zwerg, ein Bock. Mist, der Hauptcharakter ist leider vorher gestorben. Zumindest ausgeschaltet. Genug Bombarum. Er brennt. Ja! Ei.
bin ich. Candidus. Bin ich? Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Also heißt das, vernünftig vorbereitet in den Kampf auftauchen. Aber viel gefehlt hat nicht. Mit Mobilität und Benommenheit. Immun gegen Blitz dich findet. Mein Atem geht ruhig. Candidus. Ai. Saranar Ayorla. Mein Ehr. Ja. Yandra Aikara.
besten nochmal einen. Nee, keinen großen Zaubertrank. Hat sie nicht noch einen kleinen? Folgt mir. Vorbereitung reichen. Für Arno. Na klar. Dann die mal kurz versteinern. Sarana, lass das mal Vorgrim machen. Aufgepasst! Sprich, Freund. Feia Tara Gra. Autsch, da sind schon ganz schön viele inzwischen. Dogrim ist gerade umgefallen. Das bin ich. Ja. Gwendala sollte mal schauen, dass sie irgendwie ein bisschen Lebenspunkte bekommt. Sanja. Mein Atem geht ruhig. Wie war das mit Ruhe Körper, Ruhe Geist? War es auch geeignet zur Wiederbelebung? Nee, nicht wirklich.
Lass das mal Vorgrim machen. Bei Angrosch Sparta. Trank trinken. Mandaya Ioi Banda. Aufgepasst! Mist. Bei Angrosch Spart. Für Arno! Gladys hat einen Stufenaufstieg und er braucht einen neuen Heiltrank. Ei! Eine und er ist tot. Meine Liebe. Bei meiner Axt. Wie kann der Krömmkönig bitte so... Achso. Die beiden sind mit drauf gegangen. Okay, die sind auch umgefallen. Man merkt ihnen gar nicht mehr an, dass sie eben gerade noch bewusstlos waren. Naja, das Übliche. Autsch! Da steht so auch noch eine Kiste rum, wenn ich richtig gesehen habe. Magisches Amulett und ein bisschen Komplexkram. Na klar. Amulette Konstitution, Konstitution plus 1. Ich versuche mein Bestes. Phorax. Sprich, Freund. Alau Yama, Al-Brasso.
Alles klar. Dann jetzt hier erstmal wieder speichern. Sieht doch nett aus. Ein Bogenschütze. Das sieht irgendwie wie ein Elf aus. Ein Mensch, ein paar Zwerge. Also sozusagen die ganzen humanoiden, halbwegs freundlichen Rassen hier in Aventurien. Nette Wandmalereien. Es sieht doch ziemlich nach den Räumlichkeiten aus, die wir im Intro gesehen haben. Willkommen in der Feuerschmiede. Ich begrüße den Streiter, der nach all den Jahren zu mir vorzudringen vermochte. Ich bin Pal-Natar, der letzte Wächter über den Seelenstein, den ihr das adamantene Herz nennt. Eure Suche ist beendet. Meine Wacht ist beendet. Endlich. Ein Tag. Ein großer Tag, von dem die Legenden berichten werden. Gesellt euch zu mir ans Feuer. Ich sehe viele Fragen in euren Augen und will sie beantworten. Also, dann schnacken wir doch mal, nachdem man kurz mal wieder zwischengespeiert hat, mit Pal-Natar, oder wie auch immer sich der Mensch nun wirklich nennt. Pal-Natar. Willkommen in der Esse. Wärmt euch am Feuer. Ihr kennt meinen Namen? Das Orakel der Hinsinde zu Ferdok und das Auge des Drachen führten mich hierher. Mein Weg war voller Hürden und Feinde. Eure Stimme, ihr klingt wie das Orakel von Ferdok. Seid ihr das Orakel? Was hat es mit der Feuerrüstung auf sich? Und das adamantene Herz, ist wirklich der Karfunkel eines gigantischen Drachen? So klein und gleich so viele Fragen. Legt erst einmal eure müden Füße zur Ruhe. Dies wird nun für lange Zeit eure neue Heimat sein, bis ihr selbst, so wie ich, alt geworden seid und einen Nachfolger für die ewige Wacht bestimmt. Heimat? Wovon sprecht ihr? Ich soll das adamantene Herz bewachen? Nur nicht so hektisch, Kleinfüßler. Lass mich von Anfang an erzählen. Von Drachen und Verrat. Von Geduld und von Karfunkel. Meine Zunge ist rau und träge. Ich hatte in all den Jahrhunderten wenig Gelegenheiten, mit jemandem zu sprechen. Ich bin der letzte einer langen Reihe von zyklopischen Wächtern. Unsere Bestimmung war es, ein strahlendes Kleinod zu behüten. Den Karfunkel des alten Drachen Umbrakor. Ihr konntet bereits sein großes Skelett erblicken. Umbrakor, der auch von der Hesindekirche angebetet wird und als einer der fünf Wächter des Weltengleichgewichts gilt? Aber wie kann er tot sein? Umbrakor war vor vielen Jahrtausenden ein mächtiger und gütiger Drachenkaiser, Herrscher auf der Dracheninsel und ein Hüter der Weltenharmonie. Doch sein missgünstiger Sohn, Adakor, ermordete ihn heimlich und hinterrücks auf dem Gipfel des Berges Drakensang, der nicht weit von hier liegt. Adakor gab sich fortan selbst als sein Vater aus. Auf dem Dracheneiland
errichtete er ein Tyrannenreich, während Gebeine und Karfunkel Umbrakors bleichten. Ein Frevel. Und all das blieb über Jahrtausende unbemerkt? Gierige Gräume raubten das Skelett Umbrakors und versteckten es tief im Ambossgebirge, stets in der Angst vor vom hasserfüllten Adakor und seinen Dienern entdeckt zu werden. Doch die Gräumstadt Grumbra ging durch Neid und Habgier und den Krieg gegen die Zwerge zugrunde. Das adamantene Herz war also einst der große Schatzstein der Gräume. Ja, nach dem Untergang der Gräumstadt bestellte Ingarosch, Gott von Feuer und Erz und Zyklopen, zu den Wächtern über den Karfunkel Umbrakors, und Adakor giert nach diesem Karfunkel. Er sucht ihn seit Jahrtausenden. Aber warum sucht er ihn? Er braucht den Stein, um selbst ewiges Leben zu erlangen. Denn er ist nur der Sohn eines Unsterblichen, nicht einer von ihnen. Wenn er das adamantene Herz seines Vaters findet, wird sein Triumph endgültig sein. Dunkle Drachen werden herrschen, die jüngeren Völker werden brennen und der Weltenkreis wird auseinanderbrechen. Das sollte möglichst nicht geschehen. Die Wacht über den Karfunkel währt schon sehr lange Zeit, doch wir Zyklopen wurden immer weniger, denn rachsüchtige Geister aus der Gräumzeit minderten unsere Zahl und unseren Mut. Am Ende blieb nur noch ich zurück, wenn auch gefangen durch die Magie des Gräumkönigs und fern des Steins. Da sprach eine Stimme aus dem Karfunkel in der Höhle zu mir, hier in der Esse, und wies mich an, einen Nachfolger aus jüngeren Völkern zu wählen, die unterdessen Aventurien besiedelten, wie Bienen eine Sommerwiese. Herz und Weisheit und Kraft des Nachfolgers mussten geprüft werden. Die Drachenqueste, ja, so nennt ihr sie. Ich übergab es mag 8 Jahrhunderte her sein, kleinfüßigen Dienern der göttlichen Schlange, das Orakel, durch dessen Aufgaben ein würdiger Wächter bestimmt werden sollte. Nur er sollte die Karfunkelhöhle erreichen. Kein anderer, kein Diener des Drachen darf je hierher gelangen. 9-mal las ich aus den Büchern Umbrakors Karfunkelstein. 9-mal sprach ich durch die Statue des Orakels. 9-mal hoffte ich, von der Magie des Gräumkönigs befreit zu werden. Doch erst das 10. Mal brachte den ersehnten Nachfolger, euch. Also eigentlich bin ich hier um. Auch schmiedete ich die Feuerrüstung, unzerstörbar, von göttlichen Segen erfüllt. Ich schleuderte ihre Einzelteile hinaus in die Welt. Es war ihr Schicksal, sich nur an dem zu vereinen, der die Wacht fortsetzen kann. Ich habe all ihre Teile. Diesen Teil der Vorsehung hat sich erfüllt. Eure götterbestimmte Aufgabe ist es, von unten an den Karfunkel zu bewachen und vor der ganzen Welt zu verbergen. Das Gleichgewicht der Mächte, die Zukunft der jungen Völker, die gerade erst erblühen, liegt in eurer Hand. Alles, was in eurem künftigen Leben Bedeutung hat, findet ihr hier in diesem ärzenden Kerker der Karfunkelhöhle. Die Esse, die Gebeine, den Seelenstein. Aber was soll ich hier tun? Ihr werdet jeden Angreifer und Dieb der Lava überantworten. Ihr werdet den Schutzzauber des Steins erneuern. Ihr werdet dereinst, wenn eure Knochen alt sind, durch das Orakel sprechen und einen Nachfolger erwählen. Meine Aufgabe ist getan. Meine Hände wird bald die Kraft verlassen und ich werde eingehen in Ingaroschs Feuermeer, aus dem er mich einst geschaffen hat. Jetzt wisst ihr alles, und nun seid ihr Wächter des adamantenen Herzens. Die Größe der Aufgabe ehrt mich. Die sterblichen Reste eines der 5 alten Drachen müssen beschützt werden. Aber muss ich wirklich in dieser Höhle versauern? So ist eure Bestimmung, zwei Augen. Ihr habt Umbrakors Karfunkelstein aus den Klauen des Krollenkrönes befreit, und ihr tragt die Feuerrüstung. Ihr seid nun für die nächsten Jahrhunderte mein Nachfolger in der Karfunkelwacht. Nein, das glaube ich nicht.
Die Drachenkultisten sind mir dicht auf den Fersen. Ich habe Melgora um das Auge des Drachen geprellt. Sie wird nach Rache gieren. Ich fürchte, dieser Ort wird auch weiterhin nicht sicher sein. Nach all den Kämpfen und Entbehrungen kann diese Wacht hier nicht meine letzte Aufgabe sein. Ihr werdet euch schon in euer Schicksal finden. Die Macht des Golmkönigs ist gebrochen. Die Sicherheit Steins wiederhergestellt. Eure Wacht hat bereits begonnen. Ah ja. Nun, was möchtet ihr mir noch sagen, bevor ich in das große Lavameer eingehe? Ich fand diese Gebeine anderer Zyklopen. Es scheint mir richtig, dass ihr sie haben sollt. Die letzten Spuren meiner Brüder. Sie starben für ihre Aufgabe. Vielleicht werdet auch ihr einzuenden. Denn der Feind ist stark. Ich werde die Gebeine beschatten. Ihr wisst den Tod zu ehren. Hör zu, Palnatar. Die Anhänger Adakors suchen schon seit langem nach dem adamantenen Herzen. Und sie sind mir dicht auf den Fersen. Wie meint ihr das? Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihre Anführerin Melgora einen Weg in diese Höhlen findet. Wir müssen den Karfunkel an einen anderen Ort bringen. Der Karfunkel ist schon seit vielen Jahrtausenden hier. Dies ist sein Platz. Nein, er wird nirgends sicherer als in diesen Hallen. Wir könnten das adamantene Herz ja ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist, oder ins ewige Eis bringen, oder schweigt. So wollt ihr mit Umbrakors Seele verfahren? Der Essenz des Unsterblichen, sie fortwerfen wie einen rostigen Amboss? Niemals. Habt ihr noch etwas auf den Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier auf ewig Wache zu schieben. Meine Aufgabe muss eine andere sein, ich weiß es. Habt Geduld, ihr werdet in eure Aufgabe hineinwachsen. Ich habe noch eine Frage zu den ganzen Hintergründen der Geschichte. Ja, Zweiauge. Wenn seit Jahrtausenden einer der fünf alten Drachen tot ist, was bedeutet das fürs Gleichgewicht der Welt? Umbrakors Tod. Viel Unheil ermöglicht. Zu viel. Seit Jahrtausenden schon nimmt die Welt mit jedem Jahr ein wenig mehr Schaden. Es wäre ein Segen, wenn er ins Leben zurückkehren könnte. Doch das ist nur ein vergeblicher Traum. Aber sicher werdet ihr als künftiger Wächter des Karfunkels auch einmal in Visionen und Träumen seine Stimme vernehmen, wenn sie zu euch spricht. Umbrakor hat nach seinem Tod aus dem adamantenen Herzen zu euch gesprochen? So ist es. Kein Unsterblicher ist jemals wirklich tot. So sendet mir Umbrakors Geist gelegentlich Visionen. Auch ihr werdet irgendwann die Nähe seiner einstigen Macht spüren. Nach allem, was ihr mir berichtet, Palnatar, kann Umbrakor nicht tot sein. Mir scheint vielmehr, dass er nur schläft. Worauf wollt ihr hinaus, Zweiauge? Ihr könnt das Flackern seiner Seele lesen. Sein Geist ist also noch da, lebendig. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir Umbrakor wieder zum Leben erwecken? Dass wir ihm einen Körper verschaffen? Ich kenne einen Zauberer, Meister Akorium heißt er, der Karfunkelschalen erforscht und mit ihnen sprechen will. Ihr habt Zweifel, die Wacht zu übernehmen. Es droht Gefahr, von Adakots Schergen entdeckt zu werden. Und ihr drängt auf schwache Aussicht, Umbrakor wieder in die Welt zu holen, auf dass er alles wieder ins rechte Lot bringt? So schwach ist die Aussicht nicht. Gelehrige Zauberer vermögen vieles. Meister Akorium arbeitet daran, Geister von Edelsteinen, wie Karfunkelsteine, zu erwecken. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin überzeugt, ein Mann von seiner Expertise, könnte auch Umbrakor wieder zum Bewusstsein bringen. Vielleicht. Ihr meint. Gib mir den Stein, Palnatar, und ich werde die ewige Wacht beenden. Sie wird dann nicht mehr nötig sein.
dann wird der alte Drache selbst seinen Thron zurückfordern und Ardacor mit seinen Flammenarten wegbußen. Nun, wartet, Kleinfüßler, wartet. Gar nicht so einfällt. Ja, tatsächlich. Wenn der Geist im Karfunkel erwachen würde, vermag er sich vielleicht einen neuen Körper zu suchen. Ihr müsst wissen, dass Ardacor den Karfunkel verschlingen muss, um sich dessen Kräfte zunutze zu machen. Täte er dies jedoch, nachdem dieser Seelenstein erwacht wäre, würde der Karfunkel den Körper des geringen Drachen übernehmen und Ardacor töten. Welch große Fügung, dass ihr solch Zauber kennt. Nun ja, ich selbst, aber Rokorium wäre sicherlich dazu in der Lage. Nach nichts anderem forscht er seit Monaten, wenn nicht gar Jahre. Dann soll es so sein. Ich werde den Schutzzauber um das amantene Herz aufheben. Nehmt den Karfunkel und erweckt ihn. Tut dies, bevor Ardacor ihn euch entreißt. Denn das wird früher oder später. Otamor Ungramar, weiche Schutzschild. Der Schutzschild ist vergangen. Nun geht's und lasst euch eure Bestimmung künden. Narren! Ihr dachtet, ihr könntet Malgora hinters Licht führen, als ihr mir das falsche Drachenauge gabt. Jetzt, wo es darauf ankommt, nehme ich den richtigen Stein. Zudem hat mir euer törichtes Gespräch die Augen geöffnet. Umbrakor, der Zerstörer, ist tot. Es lebe Ardacor, der Zerstörer. Und Malgora, die ihm den Karfunkel seines Vaters brachte, wird reich belohnt werden. Schlange, ich kenne dich aus meinen Visionen. Wage nicht, mit deinen dreckigen Klauen den heiligen Seelenstein zu beschmutzen. Du alter, einäugiger Narr! Glaubst du, deine Worte könnten mich jetzt noch aufhalten? Du hast versagt! Im entscheidenden Moment auf der ganzen Linie versagt. Ich gehe nun und habe einen alten Drachen zu küren. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt, um euch zu verkriechen. Denn wenn ich zurückkehre, werde ich euch vernichten. Nein. Was habe ich getan? Bei den Feuern Ingaroschs. Umbrakors Seelenstein in den Händen des Feindes. Meine Kräfte, sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Nicht gut, aber naja, was will man dagegen tun? Da drüben ist noch eine Schatztruhe. Achso, das war die, die wir vorhin schon genutzt haben. Meine Kräfte, sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Nichts ist verloren. Ihr habt mich auserwählt. Ich bin der Streiter der Drachenqueste. Und solange ich lebe, besteht noch Hoffnung, das Schicksal zum Guten zu wenden. Ihr habt recht. Es gibt noch Hoffnung. Ihr müsst Malgora aufhalten. Der Seelenstein darf von Ardacor nicht verschlungen werden. Sonst wird Ardacor ewiges Leben erhalten und feuriges Verderben über die Welt bringen. Folgt mir. Ich werde euch einen Weg aus der Karfunkelhöhle zeigen. Doch bevor ihr aufbrecht, werde ich euch bewaffnen, den Feind zu besiegen. Noch ist eure Feuerrüstung nicht ganz vollständig. Denn zu jeder Wehr gehört auch eine Waffe. Eine Waffe, mit der ihr Malgora und ihre Schergen in den Tod schicken sollt. Ich bin der Schmied vieler Waffen. Wählt selbst weise das Instrument der Vergeltung.
Also Schwert, Bogen, Dolch, Stab, Zweihandaxt, normale Axt, Säbel, Speer, Rapier, Armbrust, Zweihandschwert. Darf ich zunächst die Waffen begutachten, bevor ich mich für einen entscheide? Natürlich dürft ihr. Sie liegen beim Amboss und warten auf euch. Nachdem ihr eure Wahl getroffen habt, teilt sie mir mit. Ich denke mal, wir werden die normale Einhandaxt nehmen. Die passt halt relativ gut zu unserer Rüstung, wenn wir die Schilde verwenden. Noch ist eure Feuerrüstung nicht ganz vollständig. Denn zu jeder Wehr gehört auch eine Waffe. Eine Waffe, mit der ihr Malgora und ihre Scherben in den Tod schicken sollt. Ich bin der Schmied vieler Waffen. Wählt selbst, weise das Instrument der Vergeltung. Eine Axt würde mir gefallen. Ja, ich habe diese einhändig zu führende Axt geschmiedet. Ihr Name ist Feuerschlag. Die Axt ist meine Wahl. Seid euch dessen sicher oder wollt ihr die Wahl nochmals überdenken? Ist einmal eine Entscheidung für eine Waffe gefällt, ist diese unwiderruflich. Nur diese wird dann genügend Kräfte in sich tragen, um die Feinde niederzuwerfen. Ich bin mir sicher. Dann übergebe ich euch die Axt Feuerschlag. Führt sie mit Entschlossenheit. Nun sind Waffe und Rüstung vereint. Ich werde ein Portal für euch öffnen. Baradesh Ingramar. Ingankir. Die Magie hat gewirkt. Der Weg nach draußen steht frei. Eilet und erfüllt euer Schicksal im Auftrag der Götter. Also erstmal sollte man schon mal wieder Feuerschlag nehmen. Ein W plus 10, das ist schon ganz ordentlich vom Schaden. Irgendwelche sonstigen Boni, nicht wirklich. Aber wie gesagt, sie ist halt richtig evil. Ich denke mal, das passt relativ gut zum Rest der Zwergenrüstung. Ist dies unser Weg zum freien Himmel oder tiefer unter den ächzenden Bergen? Dann jetzt erst speichern und wobei speichern ist glaube ich nicht nötig, aber